Nur diese Szene kommt mit Disney-Film am Anfang. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Und der Epilog fängt an wie der Anfang des Games. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. War das nicht Capons Zimmer? Ich bin im privaten Bereich. Ja, meiner, oder nicht? Also, das ist Capons Zimmer. Um das ganz kurz noch zu sagen, was finde ich zum Ende? Das Ende kommt mir ein bisschen zu plötzlich. Aber unter Anbetracht der Tatsache, dass die Entwickler wahrscheinlich auch einen zweiten Teil machen wollten oder wollen und machen, kann das ja schön nahtlos ansetzen. Aber es ist so ein bisschen unbefriedigend, das Ende. Aber gut. Wie weiß man so schön, nicht jedes Spiel hat ein befriedigendes Ende, ne? That's what she said. Bleib stehen! Ich muss dich durchsuchen. Hä? Komm schon! Was? Befehl unseres Herrn! Belästige mich nicht, Herrgott! Es stehen Leben auf dem Spiel! Na gut, geh nur weiter. Du willst mich verarschen. Du willst mich veräppeln. Der zweite Teil spielt 100 Jahre später. Was ist das für ein beschissenes Ende dann? Dann treffen wir dann den Enkel von Heinrich, der das Schwert von seinem Uropa haben will? Oder das wird einfach gar nicht mehr thematisiert? Ist komplett egal. Wow. Wow. Hä? Begib dich zur oberen Burg? Ach, zu der oberen Burg. Oh Gott. Ich glaube, eine völlig andere Geschichte. Eine völlig andere Geschichte. Warum zum Drei... Das ist doch Kacke. Dann ist das Ende doch total nutzlos. Doof. Das ist praktisch, dass es automatisch jetzt passiert ist. Das ist doch total doof. Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Hätte ich ihn mal waschen können? Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Ich sagte ja, das Ende war geteilte... Unter Anbetracht der Tatsache, ja. Das ist doch doof. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Capon. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Okay. Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren,
Wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Mhm. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Das kann man nachvollziehen, glaube ich. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Ja. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen. Aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren. Egal, wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Okay. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt. Ich fand Geschichte schon immer anstrengend. Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten.
Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Aha. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch erging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann das er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, Alter Vier, wie der wahre zu Ende. Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Das ist richtig. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Ah. Ich fand die Idee, das mit der Ehre zu beenden, war ein sehr interessantes Ende, was zum Denken anregt. Viele wollen entweder Rache oder halt auch die Frage, was gebe ich ein? Ja, genau, was gebe ich ein auf die Worte anderer? Das kann man sogar auf die heutige Zeit beziehen. Wo hat das eigene Wort noch solche Macht? Bei uns in der Gesellschaft nicht wirklich mehr. Das eigene Wort. Nur wenn du dich in einem. Nur wenn du dich in Kreisen bewegst, wo das eigene Wort noch eine Macht hat. Was genau soll ich schreiben? Wie Versprechungen. Was, sondern eher wie ist die Frage? Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ach du Scheiße. Also das Wort eines Adels sollte heute eigentlich das Wort eines Politikers sein. Ja, und damit wäre es eigentlich egal. Wäre heiße Luft, ne? Ich glaube aber, der Unterschied ist,
Das ist das Wort von einem Adligen zu einem anderen Adligen. Und die haben ja nichts mehr außer ihr Wort. Weil in der Situation hatten sie auch nichts mehr außer ihr Wort. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von zwei Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Ah. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Also der ist ein bisschen wie Littlefinger von Game of Thrones. Auch ein gutes Beispiel, wenn alle Karten auf den Tisch liegen und es immer noch nicht reicht, bleibt einem nur das Wort. Ja, ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch, das Schlimme ist tatsächlich, in der heutigen Gesellschaft ist die Ehre eigentlich nicht mehr vorhanden bei den meisten. Die haben es nicht mit Ehre. Die Leute leben ja nur nach der eigenen Verbesserung. Also alles, was ich tue, mache ich ja nur, damit es mir am Ende besser geht. Und wenn du so lebst, dann ist es ja eigentlich egal, was andere sagen oder andere tun. Hauptsache, dir geht es am Ende besser. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Das ist richtig. Sagt er, das Ende ist durchaus interessant, aber auf eine andere Weise. Es regt zum Denken an, ja. Aber ich glaube auch vor allen Dingen aus der Tatsache, dass man sich mit der Gesellschaft aus einer ganz anderen Zeit beschäftigt hat über das Spiel. Also man spielt das Spiel ja über 100 Stunden in den meisten Fällen. Und du lernst ja die Gesellschaft, die da so ist, schon irgendwie kennen. Und man lernt auch ein bisschen was über die mittelalterliche Gesellschaft, was man vielleicht vorher nicht wusste. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Das war alles. Ich muss nicht alles von dem hören. Na gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Was hältst du von all dem, Herr Dewisch?
Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Du kannst doch gar nicht lesen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Nein. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Auf bald. Okay, Glückwunsch. Du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach in der Spielwelt umherstreifen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du mit Herr Hans Capons Gruppe die Karte verlässt. Komm schon, Heinrich. Meine Männer stehen schon im Hof. Wir können los. Ja, das machen wir, weil ich habe keine Mission. Die Vergeltungsmission ist halt immer noch da. Die wird auch nie beendet, das habe ich mir schon gedacht. Und die wird auch nicht beendet, wenn es einen zweiten Teil gibt, der nicht mal in dieser Zeit spielt. Wir aufbrechen. Ja. Nun denn, aufsehen. Wenn du jetzt beendest, ist es wirklich vorbei. Also falls du noch DLCs... Nein, ist nichts mehr offen. Wir haben alles gemacht. Wir haben den DLC mit den Frauen. Wir haben den mit der Bande. Wir haben Pribislavis aufgebaut. Wir haben alles gemacht. Das Einzige, was noch offen ist, sind halt diese Aktivitäten, komplett nutzlos eigentlich. Ich habe die Vorräte für Pribislavitz nie abgeholt, weil ich sie nicht brauche, das Vieh. Ich habe keine Metzgerei. Das heißt, wir können rausreiten. Hans DLC ist auch durch. Die Liebesgeschichte. Also ich habe tatsächlich, ich hatte noch knapp 10 Hauptmissionen, nachdem ich alles fertig hatte. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Super. Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er.
ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Ich habe den schon mehr als einmal fertig gemacht in irgendwelchen Wettstreiten oder sowas, also... Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt auch. Die Geschichte, also die wirkliche Weltgeschichte ist ja voll von diesen ultrakomplexen Beziehungen zwischen Menschen. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ist aber mehr wie du. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Wohin reiten die denn jetzt? Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Das Wiesel Sigismund. Aber das Wiesel Wenzel würde viel besser passen. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Das Witzige ist tatsächlich, wir reiten. Von Ruprecht von der Pfalz wir reiten jetzt zum Hof, wo das Spiel fast begonnen hat. Mit der Mission, mit Neuhof. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber dieser Epilog ist ein wohlhabender nicht sehr und nützlich, oder? Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Es ist mehr so ein Story-Dump. Wir werfen nochmal Pakete und Pakete von Story und Geschichte rein. Aber machen am Ende nicht wirklich was damit. Hi, Pferdchen. Tschüss, Pferdchen. Wohin zur Hölle reiten wir? Hier wahrscheinlich raus, oder? Gehe ich mal von aus.
Tja, hier hat fast alles angefangen. Und die Pferde von... Ich glaube, das sind immer noch die Pferde von den Soldaten. Weil das sind keine Verkaufspferde, die stehen nicht davor. Die stehen da hinten auf der Kuppe. Kuppel. Hatten wir nicht Männer dabei? Oder auch nicht. So, jetzt kommt ein Pfeilhagel und wir sterben. Man muss das Spiel ja mit einem Knall enden lassen. Hanus, wollen wir nicht was schneller reiten? Das ist schon echt langsam. Ja. Bisschen Frischluft an die Haare lassen. Das ist ein Lager. Aber von wem? Ach so, unser Lager ist das jetzt? Was ist denn das für eine Kiste? Wow. Wenn das nicht mal Power-Ausrüstung ist. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna jubat! Das ist so unbefriedigend. Gaming, Pion, mach mal ein Ausrufezeichen vor GG. Mach mal ein Ausrufezeichen davor. Wow. Da gibt es tatsächlich mehrere von. Also ich habe... Es sind zwei, glaube ich, aktuell nur. Zwei verschiedene, die getriggert werden können. Wow. Ein gigantisches Spiel. Riesig. Unheimlich viel zu tun. Unheimlich viele Details. Interessante Missionen. Teilweise sehr langatmige Missionen mit viel sammel da, tue dies. Immer diese versteckten, das ist leider etwas, was ich schade finde, dieses versteckte, diese versteckten Eigenschaften in Missionen, die du nicht kennst, die aber dazu führen können, dass du eine Mission verkackst.
Das ist ein bisschen schade. Aber alles im Allen ein absolut empfehlenswertes Game. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Story mit dem Schwert und allem, das wird sehr unbefriedigend beendet. Also eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass der zweite Teil nicht hier anknüpft, sondern woanders spielen soll, ist das leider eine Game-Story, die niemals ihren Abschluss befindet. Es gibt ja auch keine DLCs mehr. Also es wird ja auch kein DLC gemacht, wo man das spielen könnte. Sondern das ist einfach zu Ende. Schade. Schade, schade. Aber okay.